Gut, dann geht's weiter. Ich habe euch die nächste Mission markiert schon. Jo. Das ist, glaube ich, die, an der wir eben vorbeigefahren sind. Hm? Alter. Kommst du kaum raus hier? So viel Verkehr. Vorsicht, das ist wieder Unidats. Genau. Der auch da jetzt. Oh, das sind hier echt Straßen manchmal. Ja, ach, das ist eine gute Straße. Gute deutsche Straße. Wobei genau, alles nach Norm hier. Hey, wir sind ja in Bolivien. Also ich glaube, die Straßen... naja... Halt Südamerika, ne? Die haben nicht viel Geld für gute Straßen. Rebellen wollen uns zur Hand gehen. Die links ist die Mission. Ja, ich wollte nur erstmal irgendwie Platz finden zum Abstellen. Ah, zum Parken. Setze Drohne ein. Ich gehe davon aus, dass hier nichts los ist. Das wäre zu sehr jetzt. Ist auch nichts Rotes hier. Nein, ist auch nicht. Unterhalten wir uns mit ihm. Ich quatsch mal mit dem Heini. Wir haben gehört, Sie wollen diese Santa Blanca-Typen loswerden. Por supuesto. Werde ich schon ein Sklave dieser Narcos sein. Wenn wir das erledigen, wären Sie dann bereit, die Minen aufzugeben? Pero no pueden. Sie können nicht alle Santa Blanca-Söldner im Land umbringen. Ah, da haben Sie vielleicht recht. Aber wir können so viele wie möglich ausschalten, damit Sie und Ihre Familie fliehen können. Bist du da gerade Chips? Ich? Ja, das hört man. Das werden wir tun. Passiert doch gerade eh nichts. Ja. Okay, die nächste Mission ist... da oben ist das irgendwo. Töten Sie die Santa Blanca-Truppen mit La Marquesa. Okay, das ist hier oben. Also wir sollten mal hier schon ein bisschen ausdrohnen. Die Drohne ist oben. Können laufen, oder was? Mhm. Okay. Ist hier direkt ums Eck. Ja, aber hier sind Gegner aus Rot. Alter. Ziel markiert. Ein Sieg. Zwei. Wagen mit montierter Waffe. Drei. Da sind ein paar. Die Drohne fliegt. Ich nicht. Ja, sieh grad, stimmt. Ich sehe eine kleine Gruppe Scharfschützen. Da pennt ist einer. Und hier gibt es den Scharfschützen. Oh, soll ich den wegmachen, den Scharfschützen? Ja, wenn du an den sicher... Rand kommst, auf den wenn du sicher kannst, ja. Weg. Ein Drecksack weniger. Hier vorne, der ist auch weg, der war ganz alleine. Ja. Ich mache mich nämlich hier gerade links rum, wo ein bisschen weniger los ist. Mhm, da bin ich auch gerade ein bisschen. Kriegt einer den da weg? Weg. Tango getroffen. Ich habe rechts einen am MG weg.
muss auch noch irgendwo einmal sein. Markus, du hast das gedrungen gesehen. Du auch schon. Okay. Tango am Boden. So, einen habe ich. Na komm schon, zeig dich. Ziel eliminiert. Ja. Alles gut hier drüben. Den zweiten habe ich auch. Sehr gut. War ganz schön stressig, ja. Dürften alle gewesen sein. Nee, da oben ist nur einer. 900 Meter. Da müssen wir hin, ne? So, das ist einer von unseren Leuten. Ja. Eine Munitionskiste. Hier ist ein Heli auch, Tonot. Mit Schuss. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Ich mach das, ich fliege. Also wollt ihr fliegen, ja? Bei 900 Metern, ja, kann man machen eigentlich theoretisch. Dann bist du da oben her. Vor allem hat der Waffen, der Heli. Für den Fall, dass der Typ uns abhaut. Jetzt. Wo ist Yvonne? Ach, die rennt nach oben. Die läuft. Die klettert. Ich war schon so auf halbem Weg hier. Sie tut was für die Fitness. Ja. Ja, das sieht ein bisschen rot aus, ne? Ein bisschen. Ja. Geringfügig. Ja, ich geh mal ein bisschen hier. Ich vermute, dass wir da irgendwo rein müssen unten. Ich vermute, da ist ein Scharfschütze auf meinem Turm. Wagen mit montierter Waffe. Fuck. Einer drin? Wagen mit montierter Waffe. Da ist keiner drin, ne? Keine Ahnung. Ja, mal rein. Ich kann es nicht mit... Es ist rot auf jeden Fall. Ich vermute also, dass einer drin ist. Oh. Er ist erledigt. Am Tor, also hier vorne am Reifenstapel steht einer. Nee, oben ist keiner drin. Braucht doch nicht hochgehen. Wir haben so Scheinwerfer. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Seid ihr schon zugange oder was? Ich bin schon mal ein bisschen rein hier, aber hier ist nicht viel los. Der Typ macht den Schutz aufgeschaltet. Tango ist tot. Da kommt einer auf euch zu. Leider jetzt aus meiner Reichweite. Der ist irgendwie hinten, unten irgendwo. Ah, fällt doch. Der Tango ist hin. Kaputt, jawohl. Ui,
Ich hab gesagt, was hat er denn gejagt mit dem Typen zusammen? Gut gemacht. Oh, da kommt eine Autokolonne auf uns zu. Sowas. Ich ja, hab schon den Granatwerfer raus. Das ist gut. Granate fliegt. Granate fliegt. Jetzt kriegen sie ihr Pulver nicht mehr so gut. Das war recht einfach. Dafür gibt's auch andere Methoden, oder? Scheiß drauf. Ich trinke eh nur Flaschenwasser. Das war... Mein Gott, wie oft explodieren die denn noch nach? Hier ist noch Zeug zum Einsammeln bei mir, ja? Hier oben ist doch fertig. Ne? Ja, das ist oben. Ich guck mal gerade, wo das hochgeht hier. Hier außen ist eine Treppe. Ne, innen. Und so. Gut, da noch mal. Mein Gott, ich habe 30.000 Fertigkeitspunkte und ich kann sie nicht verballern. Das ist viel beschissener. Hm. Kann man denn da was geben? Ja, möchte ich. So, Fertigkeitspunkte. Ich habe gerade meine alle aufgebraucht. Ich habe jetzt wieder drei. Ich habe gerade. Ich habe gerade erstmal meinen Granatwerfer aufgerüstet. Hm. Und ich kann jetzt eine Granatwerfer-Munition mehr tragen. Na, so gut. Min. Sehr schön. So. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt in der Nähe haben? Theoretisch wäre hier unten was. Zwischen El Wei und Leutnant Bento von der Unidad treiben. Schauen Sie, was Sie tun können. Hm. Basis Villa Verde. Wartet mal, hier ist noch irgendwo. Ja, hab ich gerade auch gesehen. Kann man noch übersehen? Hast du gefunden? Ich bin noch dabei zu suchen. Aber hier ist es nicht. Wo sollen da. Vielleicht doch außen am Gebäude oder? Ja, ich guck gerade. Es muss irgendwo hier sein. Ach hier! Da, ich seh's. Okay. Gut. Ja. Danke. So, dann können wir jetzt weiter, Junge. Ja, der sieht doch gut aus. Au! Entschuldigung! Du bist ja mal genau davor gesprungen. Ach, du euch jetzt schon gegenseitig platt, oder wie? Ja, sie ist runtergesprungen. Im Moment kam ich mit dem Radlader um die Ecke und hat es erwischt. Ich ruhig doch nur runter zum Auto. Ja, vergiss es. So ein bisschen wie damals bei DBD, ne? Springt man mir direkt vor der Arme. So, wir können fahren, Kevin fährt separat. Ja, warte. So, ist gut. Hier packe ich. Wer beschwert sich denn gleich wieder, dass das Auto so scheiße aussieht? Ich habe mich nicht beschwert letztes Mal. Warte, ich komme dazu. Fahr schnell los! Hallo? Ja, hier wird geblieben. Ja toll, kannst du nicht einsteigen. Oder? Ja, tschüss. Oh, jetzt. Fahr ich halt alleine, ist okay. Komm jetzt, ja. Das ist aber gut. Nee. Weiter. Sonst haben wir nächstes Mal Radlader. Ich habe mit dem Radlader das Ding da. Die Strecke. So. Vorsicht, Unidad Auto. Jetzt gleich entgegen.
Ich wollte nur das Unidad-Auto schnell vorbeifahren lassen. Alter. Haben wir denn 3,8 Kilometer? Wie spät haben wir es überhaupt gerade? 10 vor 4. Okay. Also noch ein bisschen Zeit. So. Drohne steigt auf. Wieder elektronisches Tor. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Oh. Mich haben sie gerade über den Haufen gefahren. Autsch. Den oben im Turm habe ich weg. Du liegst hier rum. Ja, ich dachte, mich haben sie gerade über den Haufen gefahren. Die anderen sind schon vorgerannt. Gut, dann hol ich dich schon mit. Ich wollte hier oben auf den Turm. Ja, der, aber wie gesagt, den hat er. Okay, wohl, das ist gar kein schlechter Punkt eigentlich. Du hast einen schönen Überblick da oben. Drohne fliegt. Wir haben es erwischt. Geht jetzt hoch? Ne, geht er nicht hoch. Schade. Hä? Was ist denn der? Ach, da.
Na, hier stirbt doch. Scheiß Minigun-Typ da. Da unten. Ey. Ich hab ja Schnauze voll hier. Mich hat's gerade beim Ausrumschaffen erwischt. Ja. Komm her. Nein, wenn jemand wieder hochgeht, Und ist jetzt auch so weit weg gerade, da kommen wir gerade gar nicht hin, ne? Toll. Ey. Jetzt ist er weg. Alles gut, ich lass mich einfach zu euch hinbeamen. Da runter. Wow, der braucht 50 Schüsse, dann ist er jetzt down. Da ist das normaler, keiner. Gepanzerter Heini. Seid ihr eigentlich schon reingekommen ins Gelände? Ja. Ah, hier. Oh, shit. Ach, komm doch mal rein. Oh, das war... Ich hatte die falsche Waffe ausgewählt. Ach, scheiße. Abschuss bestätigt. So. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Das war aber keine Waffe. Ich sehe ein Hauptquartier des Kartells. Sehen wir es uns an. Ich kann nur aufladen hier. Wie schaffst du es mir denn auf? Was ist denn das für ein Arsenal? Das ist selbstgemachte Schrotmunition. Mexikanische Pesos und Vogelschrot. Das ist sein Markenzeichen. Wenn El Wey jemanden umlegt, sollen alle wissen, dass er es war. Sagen wir Bowman Bescheid. Nee, ist okay. Komm rein. Oh, ich hab das schon eingesammelt. Aber hier ist irgendwo noch eine Ausrüstungsmist. Jo, ne? Noch einen weiter oben hier. Ah, hier, ich hab's. Gut, wo groß ist zum? Hier unten ist irgendwo noch eine Waffenkiste, ne? Mhm. Da geh ich jetzt als nächstes hin. Mal mit dem Heli? 7 Kilometer? Von mir aus? Prima. Oh, eine Dragunov, das ist geil. Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalker. Ich komme sofort wieder hoch. Und wie mich jetzt mein Weg finden ist. Na da. Upsi. Ja, das war wieder, ist wieder so ein typischer Kevin gewesen, ne? Ich hab dies gemacht. Geschossen. Ja, auf den eigenen Mann, ja. Hab ich gerade gesehen, ich habe. Hier ist immer die nächste. Der ist von rechts über uns. Sind eigentlich alle drin? Sieht so aus, hey. Ja, oder?
Ja, sind alle da. Hey Bowman, wir können Elway eine Falle stellen. Wie wär's, wenn wir den Unidad-Hauptmann töten und Elway selbst gebastelte Patronen am Tatort hinterlassen? Guter Plan?